Ich präsentiere euch jetzt hiermit den Jahresrückblick aufs Fulpmesse im Stubaital vom 21.07.2023. Da war ich in Fulpmesse im Stubaital und mit diesem Jahresrückblick wünsche ich euch jetzt viel Spaß und gute Unterhaltung. Und hier hinter mir sind Sie die Parkere Fulpmesse, die dem Heiligen Christus geweiht ist. Und ich begrüße Sie wieder zu einer neuen Ortsreportage hier aus Fulpmesse. Einen schönen Grüß Gott und herzlich willkommen. Schauen wir uns gleich den Innenraum der Kirche rein. Wenn wir schon hier in Fulpmesse sind, gehen wir gleich rein. So, herzlich willkommen in der Parkere Fulpmesse. Die römische katholische Parkere Fulpmesse steht im Dorf Fulpmesse, in der Gemeinde Fulpmesse im Bezirk Innsbruck-Land, die dem Heiligen Feind geweihte Kirche gehört zum Dekanat Matthäi und Brenda. In der Diözese Innsbruck, die Kirche steht hier unter Denkmalschutz. Als erste Kirche wurde 1368 die Sagia-Kapelle ursprünglich genannt. Die heutige Kirche entstand nach der Richtung eines Benefiziates 1745. Nach den Plänen des Pfarrers und Trafans, die Bauer, Benz und Bildhauer, Josef Stapp 1746, 1770 und 1747, die Bauführung oblag Johann Michael Umhauser oder Matthias Umhauser. Die Kirche wurde als Kuratie 1748 geweiht. 1830 wurde die Kirche innen und 1884 auseinandergenommen. 1891 wurde die Kirche zur Pfarrkirche erhoben, aus einer Restaurierung nach 1925, 1927, 1952, 1969, Innenrestaurierungen waren 1928 bis 1971. Das hier ist die Pfarrkirche zum Heiligen Feind in Fulpmesse. Eine sehr schöne Kirche. Hinter mir, da sehen Sie das Gebäude der Marktgemeinde Fulpmesse im Stubaital. Ein sehr schönes Gebäude. Dann gehen wir weiter zum Gebäude der Feuerwehr. Ja, und hier hinter mir sehen Sie das Gebäude der Heiligen Feuerwehr Fulpmesse. Einen Eindruck, das Gebäude hier der Feuerwehr Fulpmesse im Stubaital. So, und nochmals der Blick zum Pfarrkirche runter, die dem Heiligen Feind gewidmet ist. Ein schöner Ausblick hier runter zur Pfarrkirche.
So, und hier hat man einen Blick auf die kleinste Höhe rüber. Ein gigantischer Blick bei dem schönen Wetter hier heute. Der Blick ist herrlich. Und daneben gleich den Badger Cove, den Sie gleich sehen werden. Ja, und hier oben sind wieder da die Talstation des Licks 2000, das Gebäude hier und dann die Kreuzjochbahn und da fahren viele Leute, Touristen hier auch mit der Bahn. Das Gebäude des Licks 2000 und der Kreuzjochbahn. Hinter mir seht ihr das Dorfbus von Schiederheim. Ja, und hinter mir seht ihr das Schulgebäude der HTL in Gutmel. Hier beginnen sollen, aber hier beende ich jetzt meine Ostreportage. Das war eine Ostreportage aus Gutmel im Stubaital. Darum heiße ich die Ostreportage. Ich beende jetzt hiermit die Ostreportage hier aus Gutmel mit Kirchhoff in Gutmel. Es sei eine beeindruckende Reportage in Gutmel und darum sage ich jetzt, Sie seien den Jahresrückblick aus Fulmes im Stubaital vom 21. Juli 2021 und der nächste Jahresrückblick, der folgt aus Neustift im Stubaital demnächst.